Dieses Video wurde inspiriert von meinem Workshop, den ich letzte Woche gehalten habe, dem Berlin Intensivworkshop, wo ich wieder gemerkt habe, anhand meiner Teilnehmer, anhand von mir selbst, habe ich wieder Folgendes gemerkt, nämlich du und ich, wir können so viel mehr, als wir eigentlich denken. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir alle uns regelmäßig selbst begrenzen und zwar auf extreme Art und Weise. Aber unser Potenzial liegt eigentlich ganz woanders. Du denkst, du kannst ungefähr auf diesem Level, aber du kannst auf einem ganz anderen Level, wenn es sein muss, wenn es wirklich darum geht. Was ich immer auf meinen Workshops mache und auch in meinen Coachings ist, dass ich meine Leute nehme, meine Teilnehmer, meine Boys und ich sie wirklich in Situationen bringe, von denen sie denken, sie können diese Situation nicht meistern. Und dann sind sie in dieser Situation und dann merken sie, ha, ich krieg das doch hin. Hätte ich nicht gedacht, aber ich kriege das doch hin. Und in dem Moment wird den Leuten klar, sie können so viel mehr, als sie vorher gedacht haben. Und das trifft auch auf dich zu. Das trifft tatsächlich auf absolut jeden Zuschauer da draußen zu. Das kann ich für euch alle unterschreiben. Ihr könnt so viel mehr, als ihr denkt. Ihr begrenzt euch so sehr geistig, genau wie ich selbst. Ist wie ich damals in meinem 10-Tage Meditationsrückzug. Ich bin da angekommen und habe den ersten Tag gemacht. Also da meditierte man dann 10 Stunden am Tag, durfte nicht reden mit niemandem, nicht schreiben, nicht Sport machen. Du durftest nichts machen als 10 Stunden meditieren am Tag und warst auf diesem Gelände für 10 Tage. So, 10 Tage da zu sein ist heavy. So, und ich war am ersten Tag und dachte mir am Ende des ersten Tages, scheiße, du packst das hier nicht. Du bist nicht in der Lage dazu, das hier durchzuhalten. Weder körperlich, denn das war körperlich sehr anstrengend, noch geistig und geistig war es nochmal anstrengender. In den Tagen habe ich immer wieder gemerkt, habe ich immer wieder die Erfahrung machen dürfen, hey, ich kann mehr als ich dachte. Ich habe es nochmal durchgehalten. Ich habe wieder eine Stunde durchgehalten. Ich habe wieder einen Tag geschafft. Nur noch 3 Tage, nur noch 2, nur noch einer. Und am Ende habe ich dann festgestellt, wow, Tim, sowohl körperlich als auch geistig bist du zu so viel mehr fähig, als du jemals gedacht hast. Und was hat das natürlich bewirkt? Das hat mich enorm selbstbewusst gemacht. Das hat mir enormes Selbstvertrauen geschenkt. Und auch genau so baut man Selbstvertrauen auf, indem man sich immer wieder in Situationen begibt, von denen man denkt, man könnte sie nicht meistern, um dann festzustellen, dass man sie meistern kann. Und das ist das Beeindruckende an uns Menschen, dass wir im Grunde mit jeder Situation umgehen können, wenn sie da ist. Was wir nicht können, ist, mit Situationen im Vorhinein umzugehen. Ja, wenn du eine Situation in deinen Gedanken siehst, du kannst mit der Situation nicht umgehen, denn sie ist noch nicht da. Sich vorher über etwas Gedanken zu machen, damit kannst du nicht umgehen, ganz klar, weil es ist noch nicht da, du kannst noch nicht in Handlung treten. Aber wenn die Situation dann kommt, dann schaffen wir es schon irgendwie. Und das erkennst du daran, dass du immer noch hier bist. Ja, du bist immer noch hier am Leben. All die Herausforderungen, die das Leben dir bis jetzt entgegengeworfen hat, hast du gemeistert. Aber du hast sie deswegen gemeistert, weil du musstest. Die Herausforderungen kamen und du musstest damit umgehen und du hast es auf irgendeine Weise geschafft. Vielleicht besser, vielleicht schlechter. Aber du hast es geschafft. Das Problem ist, dass wir uns selbst niemals an diesen Rand bringen. Wir selbst machen das nie. Wir selbst sagen nie zu uns, aber jetzt bringe ich mich mal richtig an meine Grenze. Das sagen die wenigsten zu sich. Und deswegen erfahren die wenigsten Menschen, oder ich sag mal so, die meisten Menschen erfahren leider viel zu selten, zu was sie eigentlich fähig sind. Angenommen, du würdest wirklich jeden Tag dich an deine Grenzen bringen. Du dich selbst. Das ist schon mal deswegen schwierig, weil wir selbst dazu tendieren, uns so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Wenn ich jetzt dein Coach bin zum Beispiel, dann bringe ich dich in Situationen, die du selbst nie gegangen wärst. Aber ich weiß ja nicht, wie unangenehm es für dich ist, deswegen mache ich dich einfach da rein. So. Und dann merkst du, wie viel du kannst. Das große Problem ist, dass wir das selbst leider nicht machen. Würden wir uns alle auf täglicher Basis wirklich an unsere Grenzen bringen, dann würden wir ein unglaublich erfülltes, unglaublich glückliches Leben führen. Das unterschreibe ich dir. Wenn du ein Leben führst, wo du dir gerade denkst, was ist das hier eigentlich? Da ist viel mehr drin, da ist viel mehr möglich, dann bring dich mal regelmäßig in deine Grenzen, stell dich mal regelmäßig Herausforderungen und ich gebe dir die Hand darauf. Ich gebe dir die Hand darauf, dass es dir besser gehen wird. Ich gebe dir die Hand drauf, hundertprozentig. Mach das regelmäßig, dir geht's besser. Du kannst so viel mehr, als du denkst. Wir können so viel mehr, als du denkst. Du denkst dir vielleicht gerade, was, regelmäßig Frauen ansprechen, regelmäßig Frauen kennenlernen, das kann ich nicht, das traue ich mich nicht. Und ob du das kannst und was du alles kannst. Du denkst dir vielleicht, oh nein, dieser Job oder dieses Studium, das wird hart, das schaffe ich nicht. Vollkommener Quatsch. Das schaffst du. Natürlich, es gibt ein paar Dinge, die tatsächlich
vielleicht Grenzen sind, weil es einfach in unserer Lebenszeit auch unter Umständen nicht möglich ist. Es gibt natürlich Dinge, die weiter weg liegen. Wenn du jetzt Präsident der Vereinigten Staaten werden willst und du bist nicht mal da geboren, dann wird es halt schwierig. Nicht unmöglich, aber halt schwierig. Ne? Oder wenn du Astronaut werden willst, es gibt nicht viele Astronauten und nicht viele Leute werden Astronaut, aber du kannst Astronaut werden, verstehst du? Ja, es gibt schwierige Dinge, absolut, aber du bist zu fast allem fähig, wenn du das möchtest. Und du kannst so viel mehr, als du denkst. So viel mehr, als du gerade denkst. Dein Verstand, deine Gedanken, die erzählen dir etwas von einer Realität, deiner Möglichkeitsrealität, und die ist so klein. Ja? Dein Verstand sagt dir, so groß sind deine Möglichkeiten. Das ist deine Realität. Aber in Wahrheit ist das, das sind deine Grenzen, das sind deine Möglichkeiten. Das kann deine Realität sein, wenn du aufhörst, auf deinen Verstand zu hören und anfängst, auch mal gegen deinen Verstand zu handeln, auch mal in die Herausforderung zu gehen, durch die Angst zu gehen und zu merken, scheiße, ich kann das ja alles. Ich kriege das ja irgendwie hin, vielleicht noch nicht perfekt, aber ich kriege das hin. Ich gehe da durch und ich stehe hier immer noch. Ich bin immer noch da. Ich war 10 Tage beim Meditieren und ich bin immer noch da. Alles gut, mir geht's gut, ich habe es gepackt, körperlich sowie geistig. Diese Erfahrung musst du regelmäßig machen. Du kannst so viel mehr, als du denkst. Wir alle können so viel mehr, als wir denken. Deswegen stell dich regelmäßig Herausforderungen. Geh regelmäßig an deine Grenzen. Wenn du es nicht alleine kannst, hol dir jemanden, der dir dabei hilft. Hol dir jemanden, der dich unterstützt. Jemand, der da auch keine Gnade kennt, in gewisser Art und Weise. Du kannst viel mehr, als du denkst. Ich kann viel mehr, als ich denke. Wir alle können viel mehr, als wir denken. Wir sollten unser Riesenpotenzial nutzen, um das Leben zu führen, das wir führen könnten.